Die WWE soll in der vergangenen Woche Gerüchten zufolge mit der Ausarbeitung des Skriptes für die Raw-Ausgabe nach WrestleMania 33 begonnen haben. So wurde behauptet, die Show sei fast fertiggestellt. Dave Meltzer schrieb nun allerdings auf Twitter, dass die Raw-Ausgaben meist erst am Freitag oder Samstag vorher fertiggeschrieben werden und die WWE heute beispielsweise nicht weiß, wie Raw in 2 Wochen aussieht. Des Weiteren ändert sich das Raw-Skript, wenn es denn einmal steht, fast im Stundentakt. Noch bevor Raw gestern auf Sendung ging, traten niemand Geringeres als The Rock und Vince McMahon höchstpersönlich auf. Hintergrund sind die Dreharbeiten nach der Aufzeichnung von Raw für einen WWE-Studios-Film. Dabei tauschten die beiden ein paar Catchphrases aus und auch eine kleine Spitze gegen John Cena wurde verteilt. So meinte Rock, dass John Cena im Film mitspiele, nur um kurz darauf zu revidieren und zu sagen, dass es ein guter Film werden soll, weshalb Cena natürlich nicht mitspiele. Kurz danach ging Raw auf Sendung. Mittlerweile sind die ersten Wettquoten für WrestleMania 33 bekannt. So stehen Randy Orton und Brock Lesnar bei den Buchmachern quasi sicher als die beiden Top-Champions der WWE fest. Für den Raw Women's Championship Gürtel gilt Bayley als Favoritin. In den letzten Tagen wurden neue Details zu den Hintergründen von John Cenas 2-wöchiger Titelregentschaft vom Royal Rumble bis zum Elimination Chamber Event bekannt. So hatte die Regentschaft einzig und allein den Hintergrund, Cena den Rekord von Ric Flair einstellen zu lassen. So soll auch festgestanden haben, dass Cena den Titel nicht lange halten wird. So ist man der Meinung, ein Sieg über John Cena ist für Bray Wyatt besser als ein Sieg über AJ Styles. Als die Live-Übertragung von Monday Night Raw beendet war, kam The Rock heraus, um die Fans für die anstehenden Dreharbeiten für den WWE-Studios-Film Fighting With My Family, in dem es sich um Paige dreht, weiter anzuheizen. Dabei kam es zu einem höchst amüsanten Moment. So brach ein CM Punk-Chant in der Halle aus. The Rocks Reaktion? Er nahm sein Smartphone und rief CM Punk einfach an. Dieser antwortete leider nicht, twitterte aber später, dass er sich bei LA für die Reaktion bedanke. Allerdings war er gerade mit seinem Hund unterwegs, da dieser Geburtstag hatte.